Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Holstein Kiel. Die Partie endete nach Elfmeterschießen mit 5:3 auf dem Podest. Die beiden Cheftrainer Christian Neidhardt und Marcel Rapp. Herr Rapp, Ihr Statement zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch Christian, Glückwunsch im Waldhof zum Weiterkommen. Ich glaube, wir haben heute ein richtiges Pokalspiel gesehen. Ich glaube, die Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen. Erste Halbzeit, glaube ich, waren wir gut im Spiel, die erste halbe Stunde. An ein, zwei Möglichkeiten. Der Waldhof war immer gefährlich in den Umschaltsituationen. Zweite Halbzeit, glaube ich, ist das Spiel so ein bisschen verflacht. Wenig Torchancen hüben und drüben. Da waren wir dann unsauber, glaube ich, technisch, haben viele Ballverluste gehabt. So ging es dann auch in die Verlängerung. Ich glaube, da hat man dann nochmal eine große Chance mit Ochi Fried. Haben das nicht gemacht und dann natürlich unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Grundsätzlich, glaube ich, wusste man um die Schwere der Aufgabe hier beim Waldhof im Pokalspiel mit den Zuschauern im Rücken. Und trotzdem sind wir sehr enttäuscht, weil unser Anspruch doch ist, gegen Drittligist weiterzukommen. Die Jungs haben trotzdem alles gelassen, auf dem Platz gelassen. Ein großes Dank auch nochmal an unsere Fans. Ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass so viele sonntagsabends von Kiel nach Mannheim kommen und wieder zurück. Ich glaube, wir sind sehr gut unterstützt worden. Dann nochmal ein großes Dankeschön. Und am Waldhof, alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rapp. Christian, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich sehe es ähnlich wie Marcel. Wir hatten die erste halbe Stunde, 20 Minuten, ein bisschen Probleme. Kiel hat es dann immer sehr gut gemacht, haben die beiden Achter sehr weit auseinandergezogen. Wir haben zu viel mannorientiert verteidigt, sind nicht gut über die Ketten verschoben, haben dann die erste Trinkpause genutzt, um das ein bisschen zu korrigieren. Das haben wir dann auch besser in den Griff gekriegt, waren aber trotzdem immer gut im Spiel, hatten viele Umschaltphasen. Wir wussten, dass Kiel dann halt auch sehr offensiv spielt. Gerade mit Reese auf der Seite immer offensiv, das gibt halt auch immer Räume in der Defensive und so sind wir oft auf die Dreierkette von Kiel immer zugelaufen, hatten wirklich 6 gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Kiel hatte auch ihre Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, Chancen auf beiden Seiten, hätte auch sicherlich zur Halbzeit 2-2, 3-3 stehen können und in der zweiten Halbzeit ist das Spiel ein bisschen verflacht, wobei ich immer das Gefühl hatte, dass wir einen Tick mehr wollten und auch mit der Situation, wo wir dann das Freistoßtor machen, eine schöne Standardsituation zum Tor hin. Überragender Kopfball von Gerrit und ja, leider abseits. Ich habe es noch nicht gesehen, die Situation. Und von daher war es dann auch in der Verlängerung nochmal so, in der 110. Minute, denke ich, kann sich keiner beschweren, wenn Wolf in der Situation die gelb-rote Karte kriegt. Dann bist du bei den Temperaturen nochmal 10 Minuten in Überzahl und vielleicht kannst du es dann auch darüber nochmal machen am Ende. Ist es dann der pure Wille gewesen im Elfmeterschießen und das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Und wir sind froh, dass wir so eine Leistung abgeliefert haben, eine überragende Mentalität auf den Platz gekriegt haben, die Jungs über 120 Minuten Vollgas gegeben haben, bis an ihre Grenzen gegangen sind. Und so stellt man sich den Pokal vor, so stellt man sich ein Pokalspiel vor. Und da sind wir sehr stolz auf unsere Jungs, dass wir das hingekriegt haben. Marcel, euch erstmal eine angenehme Heimreise, die ja nicht so kurz ist, aber ich glaube, ihr seid mit dem Flieger da. Es wird ein bisschen schneller gehen. Alles Gute für die weitere Saison und vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Gibt es Nachfragen aus dem Presseraum? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. An Kiel wünschen wir eine gute Heimreise und eine gute restliche Saison der zweiten Bundesliga. Und wir sehen uns wieder vor der Pressekonferenz gegen den FC Fair. Bis dahin.